Jo Leute, hier ist wieder euer Tiki Bauer und heute mal mit einem kleinen Special. Hier seht ihr meinen Schrank und darum geht es heute auch. Alles schön gerichtet schon. Zwei Booster werde ich davon öffnen. Und dann gehen wir hier mal hoch zu Bundesliga Chrome. Und dann kommt Pokémon und dann kommt restlicher Kram, den ich noch zu öffnen habe. Und jetzt kommt eigentlich... Ah nein, das zeige ich am Schluss. Das waren jetzt gerade meine Füße. Okay, und da haben wir alle meine Kartensammlungen, also... Mal schauen, keine Ahnung, so viel ist das jetzt so, keine Ahnung. Da habe ich auch noch Hüllen und dann hier. Match Attacks, Ecke, komplett eingerichtet. So, doch heute nehme ich einfach jetzt mal hier die zwei Booster. Wir schauen dann mal, wie viel das uns reicht und dann mache ich jetzt einen kleinen Schnitt und wir sehen uns dann an der Kamera wieder. So, jetzt hattet ihr gerade einen exklusiven Einblick bei meinen Karten und hier habe ich mal die zwei Booster. Dann beginne ich einfach mal mit dem ersten. Ich zeige noch schnell da die Liste. Jim ist nicht mehr da. Heute ist ein nächster Tag. So, dann fange ich einfach mal an. Ich glaube, wir haben ein Base Pack. Müsste so sein. Das mache ich jetzt mal nicht so. Okay. Da hätten wir Alvaro Gonzalez. Noel Valadares, Salpingidis, Higuain, González, hatten wir nicht gerade so einen schon? Nein, das war ein anderer, doch. González, Alvaro González, hier, Giancarlo González und Mario Gomez. So, das war das erste Basepack, das kann ja nur besser werden. Hier haben wir wieder eins ohne Barcode. Das erste war mit. Also das ist noch aus dem Blister. Aus dem Blister hatte ich ja auch schon einen Game Changer. Und dann haben wir... So. Kuchachuel. Igor Akinfev. Oliver Giroud. Matthias Fernandes. Und Fred. Okay. Und Montewatch. Gaston Ramirez. Ja, das wären jetzt wahrscheinlich meine letzten Booster, die ich jetzt davon öffne. Zwei habe ich noch und die folgen jetzt. Ich mache nochmal einen kleinen Schnitt und dann, ja. Ja, das wird wahrscheinlich mein letztes Adrenalin XL FIFA World Cup Brasil Opening, denn ich sammle die Karten nicht richtig. Ich habe mir die nochmal gekauft, weil ich wissen wollte, wie sie waren. Dann fand ich sie cool. Aber ich bin jetzt, glaube ich, eher bei den Stickern mehr aktiv. So, dann haben wir hier noch die letzten zwei Booster wieder. Einer ohne Barcode. Und den werde ich zuletzt öffnen. Dieser hier, der hat ein bisschen, keine Ahnung, wie soll man das sagen, weich. Wir haben wieder ein Basepack. Zusi. Caballe. Diamanti. Calatbari. Saborio und Cedio. Also bis jetzt war es kein so guter Pull. Ziehen wir mal eine Powerkarte raus. Aber es kann ja nur besser werden. Also, ja. Letztes Pack. Neues Pack, neues Glück. Das Beste kommt zum Schluss. Schauen wir mal. Ja, wir haben eine ganz ordentliche Karte. Okay. Valentin Stocker. Afull, Garay und Jagielka und Aguero. Und wir haben einen Goldstopper. Oder kann ein Torwart, der auch Fanfavorit sein? Ich weiß es nicht. Goldstopper Iker Casillas, den habe ich glaube ich schon, aber trotzdem, den finde ich cool, den behalte ich, wenn dann. Ja, okay, das waren jetzt wahrscheinlich meine letzten Booster. Heute ist Samstag, der 3.5. Ja, und heute werde ich alle Videos mal uploaden, damit ihr die dann auch anschauen könnt. Und ciao. Weil mein Video